Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Dieser Mann weint, der auch als König dargestellt wird in den vorherigen Welten. Oder in der vorherigen Welt. Ich bin gerade vor die Mauer gelaufen. Okay, die wollen uns jetzt nichts. Und die sind auch einfach weg. Da ist der Fuchs. Ich komme hinterher. Moment. Da ist wieder unser Roboter. Ich nenne ihn Wolli. Kennt ihr Wolli? Geiler Film. Ich nenne ihn Wolli. Mit Eva. Was ich denn holen? Oh, danke schön. Danke, echt cool von dir. Ah, der eine ist schon vorgegangen, aber der denkt wenigstens hier mit. Wenn er nach Hause kommt, kann er seinem Vater erstmal ein paar Sachen erzählen hier. Boah, das ist richtig geiles Pisswetter, ne? Ey, ohne Scheiß. Ich meine das jetzt ernst. Das ist richtig geil irgendwie gemacht. Das sieht total ekelhaft und... ach, einfach nur scheiße. So wie man eigentlich gar nicht raus möchte. Und nee, ich bleib lieber drinne. Voll am Regnen. Hatte ich auch. War heute beim Tierarzt. Mitten im Regen. Ganz schlimm. Unser Fuchs guckt auch traurig. Hätte mich jetzt auch gewundert, dass er jetzt weint, weil er nicht weiterkommt. Der ist ja sowieso überall. Die gehen wieder da lang. Wir müssen hier. Oh, das ist jetzt aber auch scheiße, wenn sich jetzt jeder opfern muss. Um die Tür zu öffnen. Ist ja auch kacke. Das will ich nicht. Und die letzte Tür. Oh nein, wir müssen uns von unserem Freund verabschieden. Von einem unserer Freunde. Er will es nicht. Er versucht die Tür alleine aufzukriegen. Oh mein Gott, ich hol gleich. Siehst du, oh.
Oh mein Gott. Oh Gott, war diese Szene gerade bewegend. Sorry, Leute, ich bin momentan ziemlich nah am Wasser gebaut. Oh. Aber ey, das war gerade echt bewegend. Oh. Wenn es das nicht wert war, nach Hause zu kommen. Wir müssen wieder Dingen sammeln. Einer ist ja direkt da oben. Und den kommen wir aber nicht so einfach dran. Na, die wollen mir auf jeden Fall nicht wieder was Böses. Warum ist denn der Fuchs jetzt so traurig? Wieso liegt er da? Das sind doch wir. Ich gehe jetzt erst da hinten rüber. Das Spiel wühlt mich richtig auf. Aber wir reisen ja auch in andere... Sind wir vielleicht ohnmächtig? Sind wir gefangen in einem Traum? Sind wir vielleicht tot? Ich versuche die ganze Zeit, diese Situation zu verstehen, aber es fehlt mir an Verständnis. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein wunderschönes Spiel ist und dass es mich sau fertig macht. Da komme ich nicht so einfach hoch. Das funktioniert so nicht, ne? Ne, das funktioniert so nicht, wie ich das will. Oh, wie viele Leuchtdinger sind denn hier, ey? Ja, nur zwei Stück. Da oben ist einer. Ist das denn auch der, den ich die ganze Zeit haben wollte? Hä? Ach so.
Okay, wir haben da eins. Haben wir hier einen zweiten? Ja, aber ich will da irgendwie hoch. Wie komme ich denn da hoch? So rum. Oh Gott. Da ist wieder der Fuchs und er ist schon wieder so traurig. Hole ich den da hinten und dann, ich glaube, dann gehe ich einmal rum. Das ist ja wie sowas wie ein Kreis. Wie sowas wie ein Kreis, vor allen Dingen. Da, da, da. Nee, ich müsste so, ne? So rum. So rum. Erst das Ding runterziehen. Okay, da kann ich nicht hoch. Es ist zu hoch. Ich habe irgendwie die ganze Zeit... Oh mein Gott, leck mich doch, ey. Irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass... Ich meine, die Bilder haben was anderes gesagt, ne? Dass hier der Mann in dem roten Mantel, was ich jetzt, ich denke, es ist unser Vater. So, und der ist ein König, wir sind ein Prinz. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, vielleicht sieht der Kleine das auch nur so. Auf jeden Fall. Und sein Umhang hier ist ein Teil des Umhangs des Vaters. Und das ist ja auch derjenige, den wir die ganze Zeit immer gesehen haben. So, und laut der Bilder, die uns gezeigt werden, sind wir mit dem Schiff irgendwo gestrandet und der Vater ist ins Meer gefallen und wahrscheinlich umgekommen, weil wir vielleicht seine Seele, seinen Geist sehen, die uns führt. Mit dem Fuchs und so, das kann ich noch nicht erklären, wer der Fuchs ist. Es ist wahrscheinlich ein Geisterfuchs oder einen, den wir uns vorstellen. Auf jeden Fall, eins ist aber sicher, ich habe aber die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, wegen dem Weltenreisen und das alles und weil der Fuchs auch an einer Statue wie unsere so traurig ist, dass wir vielleicht tot sind und gerade versuchen, aus dem Totenreich zu entkommen. So, wir haben nur noch eins. Thank you.
Weil wir begeben uns ja auch teilweise im Schattenreich, ne? Ich meine, die Figuren hier. Vielleicht sind wir auch noch nicht ganz tot. Das könnte erklären, warum die versucht haben, uns in der dritten Welt das Leben auszusaugen. So, einen habe ich vergessen, und zwar da vorne. Weiß zwar nicht, wie ich den vergessen haben kann, weil ich eigentlich direkt dran vorbei bin. Aber naja, passiert. Ich gehe jetzt auch mal oben lang, damit ich sehen kann, wann ich jemanden, wann ich etwas vergesse und wann nicht. Ach, das ist hier mit der Statue, mit der Brücke, meine ich. Genau da muss ich irgendwie hin und an dem Dingens ziehen. Ja, von da komme ich nämlich nicht runter. Okay. Das würde nicht funktionieren, aber das... Das letzte Totem. So, es wird gespeichert. Jetzt müssen wir schnell zurück. Doch oben rum wieder zurück. Unten geht gar nicht. Und da sind wieder wir. Und wir weinen, wir sind traurig. Warum? Und der Fuchs auch. Und der Fuchs, der verschwindet. Oh, wir müssen uns befreien. Jawohl. Sonst wären wir auch eine Statue geblieben, wie die anderen zuvor. Wir sind zwar ganz schwarz jetzt, aber wir können es schaffen. Die Trauer hatte uns überwältigt. Ich fühle mich gerade wie so eine Geschichtenerzählerin. Nee, ohne Spaß jetzt mal.
Der König und der Prinz. Schnell nach oben. Tot. Sorry. Das war sehr falsch abgesprungen. Würde ich mal behaupten. Viecher wollen auch hier rein. Okay, wir haben eine Kette. Die Licht brennt. Jetzt können wir da hochklettern. Für was? Müssen wir nicht die andere Kette auch abmachen? Nö, da ist nichts. Ich würde da jetzt nicht gerne runterspringen. Dieser schrottene Hund, ey. Ja, das war doch zu viel. Mhm. Von der anderen Seite zerstören. Sehen. Ich sehe nur den roten Umhang. Ja, nun? Hm. Okay, wir sind nicht mehr schwarz. Wir haben uns wieder verändert, weil wir gekämpft haben. Aber wo sind wir jetzt? Eine Lichtgrube. Ich meine, ich sehe schon, was wir tun müssen. Wir sollen jetzt nach unten. Oh Gott. Es ist alles auf dem Kopf.
Alles auf den Kopf. Wie nett, dass sie uns diese lange Treppenmarschiererei erspart haben. Ob wir jetzt den Mann mit dem roten Umhang wiedersehen? Denn ich denke, wir sind am Ziel. Was mich ein bisschen jetzt gerade stutzig macht, ist euch mal aufgefallen, dass wir immer ins Licht gehen? Sagt man nicht immer, dass man, wenn man stirbt, in ein grillend weißes Licht geht? Ich befürchte Schlimmes. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie... Diese ganze Story, das ist so... Wow. Ah. Ich sag doch, das ist unser Vater. Und wir standen da mit dem roten Mann, mit einem roten Mantel. Und... Der Vater hat versucht, uns zu holen. Und wir sind ins Meer gefallen. Und hatten nichts. Ich denke mal, wir sind zu Hause, aber das sieht nicht wirklich aus wie unser Zuhause. Es ist alles ohne Farbe, also außer der Umhang. Alles schwarz-weiß und trist. Mein Hund räumt gerade ab. Unser Vater und trauert. Alle springen. Mein Hund dreht sich gerade um, ich warte gerade. Diesen epischen Moment jetzt nicht. Das war mein Akku. Boah. Wenn der sich hinschmeißt, ne, dann fällt da unten bei dem Nachbarn die Decke runter. Okay. Alle springen. Ich kann nicht anders. Wir springen auch. Das ist jetzt der Pfarrer mit dem Schloss. Wir sind in Sternen. Okay. Jetzt können wir anscheinend den Pfarrer lenken. Ich sag doch, das ist so krass. Irgendwie haben wir gerade ein Steuerungsproblem gehabt. Er schließt seine Tür auf. Oder das Zimmer seines Sohnes. Oh Gott. Wir sind tot.
Der Junge ist tot. Der Junge ist bei dem Schiffsunglück ums Leben gekommen und sein Vater hatte noch versucht, ihn zu retten. Und der Junge dachte die ganze Zeit, er könnte nach Hause kommen. Dabei ist er einfach nur... Weil hat er einfach sich nur auf den Weg in den Himmel gemacht. Und alle Sachen, der Fuchs, die Sachen, die man finden konnte, Windmühle, der Atlas, der Vogel, das Schweinchen. Das alles ist Teil seines Ichs. Steht das Schiff. Und der Fuchs war wohl sein Lieblingskuscheltier. Okay, wir haben wahrscheinlich nicht mehr gefunden, sonst wäre vielleicht das ganze Zimmer voll mit dem Kram. Das haben wir schon gehabt. Und was das Einzige, was er hat, ist ein Stück seines Mantels. Oh je. Gehen lassen. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Ja, das ist richtig. Ja, ich bin ziemlich berührt. Gerade zum Ende wurde es richtig hart. Es war einfach ein wundervolles Spiel. Die Grafik war toll, die Story war super. Diese ganze Geschichte war einfach nur herzzerreißend. Ich glaube doch nicht, dass wir in Griechenland sind. Aber naja, auch ich kann mich irren. Eine krasse Wendung. Ich dachte ja eigentlich, dass unser Vater dann tot wäre, aber dass wir tot sind, das, Ich kann gar nicht viel dazu sagen. Ich lasse den Abspann jetzt zu Ende laufen. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen. Trotzdem war es wirklich ein wundervolles Spiel, was ich jedem einfach nur empfehle. Macht's gut und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Este viento va girando, así este viento.
Und danke, Lindsay Stirling, für diese wunderbare Musik. Bis dann.